Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Yehoshua Mashiach. Wir starten also eine neue Sendung. Die Sendung heißt Bibel zum Wort. Vor 5 Jahren, unser Herr Yehoshua Mashiach hat uns also ein Projekt gegeben, die Bibel von Yehoshua Mashiach, la Bible de Yehoshua Mashiach auf Französisch, auf Deutsch zu übersetzen. Ich bin heute in dieser Sendung mit meiner Schwester Nicole. Hallo Nicole. Hallo zusammen. Und wir fangen also diese Sendung, aber bevor wir mit Bibel zum Wort anfangen, wollen wir kurz mal beten. Herr, wir preisen deinen Namen. Danke für die Zeit. Danke für diesen Gnade, Yehoshua, dass wir zu dir kommen dürfen und dein Amen. Namen, Yehoshua Mashiach. Amen. 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 So, die Bibel von Yehoshua Mashiach. Diese Bibel auf Französisch, ich spreche Französisch, es hat mich also richtig gesegnet und viele Leute gesegnet. Und dann hat uns also den Herrn Yehoshua Mashiach geführt, diese Bibel auf Deutsch zu übersetzen. Ich bin also heute mit Nicole und Nicole, sag ja. Mal, warum diese Bibel? Oder also, was könntest du in der Anführung was sagen? Genau, die Initiative der Bibelübersetzung, BYM heißt es ja, BYM, Bibel Yehoshua Mashiach oder Bibel von Yehoshua Mashiach oder Bible de Yehoshua Mashiach oder dann auf Englisch bestimmt bald mal Bible of Yehoshua Mashiach. Das sind ja die drei Anfangsbuchstaben. Und der Ursprung die Initiative kam eigentlich aus Frankreich. Da hat ein Bruder diese Inspiration vom Herrn selber erhalten, dass die Bibel überarbeitet werden soll, weil sich einfach viele Fehler drin befinden. Und weil man zum Ursprung zurückkehren soll. Es sind mehrere Sachen. Die erste Sache ist eigentlich, dass die Namen, die wir in der Bibel so finden, sagen wir mal, eingedeutscht wurden im Laufe der Übersetzungsgeschichte oder eingefranzösischt, frankophonisiert oder wie auch immer, oder je nachdem, in welcher Sprache, gab es halt immer Übersetzer oder auch besonders auch Machthaber, die praktisch sich gewisse Namen zu eigen gemacht haben oder zu ihren Gunsten übersetzt haben, Macht auch zu stärken. Und wir sind zur ursprünglichen, zu den hebräischen Namen, kann man eigentlich sagen, beziehungsweise dann ein paar griechische Namen auch zurückgegangen. Aber bevor du jetzt also gleich ins Detail, also Details gehst, möchte ich also die Geschwister kurz sagen, also dass die Übersetzung, also die BIM, was wir bis jetzt gemacht haben, es gibt im Internet zwei Möglichkeiten, also das zu lesen. Es gibt also die BIM, Bibel Yehoshua Mashiach, das ist die Internetseite auf Französisch. Das findet man hier unter, wenn man also reingeht, da geht man also auf bim.de. Kann man. William, ich sehe nicht, was du machst. Achso, siehst du nicht? Nein. Oh, dann teile ich nicht also mein Bildschirm gerade.
Ja, Moment, dann werde ich also mein Bildschirm teilen. Das ist gut. So. Bildschirm teilen. Siehst du jetzt mein Bildschirm? Genau. Also, die BIM findet man, das ist die Bibel, Bibel Joshua Mashiach, die französische Seite. Das kann man also hier drin unter BIM Deutsch, Bibel von Joshua Mashiach. Da unten ist also die Lutherbibel, 1912. Und auf unserer Internetseite, zurück zum Wort, das kann man auch finden. Da geht man also hier auf BIM, Reiter BIM, und landet direkt hier auf unserer Internetseite. Es gibt also Vorwort, BIM, genau. Und da drin haben wir bloß also von Matthäus bis zur Offenbarung, also Apokalypsis. Und hier kann man schon also die Namen sehen. Jetzt werden wir gleich reingehen. Amen. Amen. Also, die zwei Seiten kann man die BIM online finden. Genau. So. Auf der französischen Seite ist halt, wenn man jetzt als Deutscher auf die französische Seite geht, muss man sich natürlich auch erstmal zurechtfinden. Genau, wo man da hingeht, wenn man jetzt selber nicht Französisch kann, von dem her. Aber Ziel ist auch, also dass wir haben schon vor, diese Seite komplett auf Deutsch zu übersetzen. Es wird schon eine Seite Bibel von Joshua Mashiach geben. Ne? Ja, geh mal rauf auf Home, zurück zum Wort oder auf die Deutsche. Genau. Wenn du da oben hinklickst, da sind ja auch schon Sachen drin. Zum Beispiel, da ist auch schon einiges, da steht auch schon einiges drin. Manche Sachen müssen ein bisschen korrigiert werden, aber ein bisschen so ein Grundgerüst haben wir schon. Das wird gerade noch überarbeitet. Wie wurde die Arbeit durchgeführt? Das haben wir noch nicht drin. Genau. Das ist noch nicht drin. Das ist noch nicht drin. Und das wird auch keine direkte Übersetzung vom Französischen, weil die deutsche Übersetzung hat ja ihre eigenen Spezifizierungen, sage ich jetzt mal. Genau. Da gibt es da Eigenheiten. Okay, gut. Wir fangen also diese Sendung oder diese Serien da von Lehre über die Bibel. Wir wollen, dass die Leute diese Bibel mal kennenlernen. Und werden wir so ein paar kurze Erläuterungen also geben. In den nächsten Wochen oder Monaten werden wir also durch Joshua Mashiach Gnade ein paar kurze leere Videos posten, und dann können Sie das also auf unserer YouTube-Seite verfolgen. Zurück zum Wort. Halleluja. Halleluja. Ja, wir werden mit Sicherheit dann auch noch, William, andere Geschwister mit dazu holen. Genau. Die auch ganz fleißig mit dabei sind. Amen. Ja, genau. Ich wollte also eigentlich noch was sagen. Hätte eigentlich schon am Anfang hergehört, aber ich bin eigentlich gerade ziemlich gerührt, oder dass einfach der Herr uns die Gnade geschenkt hat. Ich möchte gerne noch mal sagen, wir sind unwürdige Gefäße. Wir sind nur Menschen, wir sind keine hochgelehrten Leute. Wir sind Theologen. Ja, wir sind normale Leute, aber der Herr hat im Laufe der Geschichte immer wieder auch, oder auch früher, als er gelebt hat auf der Erde, irgendwelche
Personen genommen, die er einfach für irgendwas benutzt hat. Und es darf deswegen niemand sich rühmen. Und auch wir wollen das nicht tun, sondern wir wollen einfach sensibel sein für den Heiligen Geist, uns leiten lassen und uns auch in dieser Arbeit, auch wenn es nötig ist, korrigieren lassen. Amen. Ja, Amen. Deswegen ist ja dann auch auf der Internetseite dieses Kontaktformular, wo jetzt jemand auch eine Anregung geben kann oder wenn jemand meint, er wüsste etwas sehr gut, kann durchaus sagen, Leute, das ist sachlich nicht richtig. Und wir werden dann schauen, im Gebet mit dem Herrn, wie wir das irgendwie berücksichtigen können. Amen. Ja. Amen. Und ich möchte auch ganz am Anfang sagen, bitte versteht uns nicht falsch. Also das heißt nicht, dass wir das auf Deutsch, also keine gute Übersetzungen gibt. Ne? Wir wollen nicht über irgendwelche Übersetzungen sein. Nein, es gibt schon also gute Übersetzungen. Ja. Aber das Ziel also von der BIM, also der Herr, unser Herr, will uns also zu Ursprung zurückbringen. Hm? Und in dieser Sendung werden wir alle diese Arbeit kennenlernen. Wir sind da so eine Gruppe, das Team ist also nicht so groß. Wir sind ungefähr, ich glaube, 13. Und ja, es gibt also viele, die auch mithelfen. Hm? Also viele, die für die Übersetzung Korrekturen mithelfen. Also es ist, wann hatten wir also unser allererstes Video gemacht? Das war vor 5 Jahren, wenn ich mich noch erinnere. Mhm. Wo wir das Projekt also vorgestellt hatten. Und ja, sind viele reingekommen und raus. Und wir danken Joshua Mashiach. Ja, wo fangen wir an, Nicole? Was wollen wir also heute genau zeigen? Also, wie gesagt, wir wollten dieses Projekt jetzt erstmal vorstellen und eigentlich dann auch sagen, warum wir diese Arbeit begonnen haben. Wie gesagt, es wurde versucht, zum Ursprung zurückzukehren. Das impliziert einige Sachen, und zwar erstens mal, die biblischen Namen sollen wieder in ihrer Korrektheit drinnen stehen. Zweitens, es wurde auf die Mehrheitstexte zurückgegriffen und nicht auf die Minderheitstexte. Also im Griechischen wurde der Textus Receptus Stephanus benutzt. Im Tanakh, also im Alten Bund, der Westminster-Leningrad-Kodex, wenn ich mich recht entsinne, genau. Also die masoretischen Texte spielen hier eine wichtige Rolle. Genau, das ist das zweite Kriterium. Also erstens Namen, zweitens Textquellen. Was uns oder was dem Visionär, dem Initiator sehr wichtig war, ist da im Französischen auch, dass die Abfolge vom jüdischen Tanach, dass die korrekt auch in dieser Bibel wiedergegeben wird. Also erstmal die Tora, dann die Neviim und die, also die Reihenfolge. Ketuvim, genau, also die Reihenfolge der jüdischen Bücher sollte auch in dieser Bibel wieder richtig sein. Das gilt für den Alten Bund, und im Neuen Bund ist es so, dass die Reihenfolge nicht irgendwie nach apostolischen Briefen und so weiter
also die Reihenfolge nicht so besteht, sondern dass die Reihenfolge chronologisch kommt. Also die Jahreszahlen, in welchen die Bücher geschrieben wurden. Und so ergibt sich eine etwas andere Reihenfolge als in den bisherigen Bibeln. Wie zum Beispiel, ich kann das also hier zeigen. Zitiere das. Ich mache das weg. Genau. Also hier. Also als erste Tanakh. Die stehen aus Toha, Nevi'im, Ketuvim. Die fünf Bücher. Also 1. Mose, 2. Mose bis 5. Mose und hier die Propheten, die Ketuvim, die Schriften, also Psalmen, Sprüche und so weiter. Genau. Und dann gibt es also die zweite Gruppe, also die Evangelien, also die vier Evangelien, Matthäus, Lukas, Markus und Johannes. Dann dritte, wir nennen das also Testament Jeschua Maschias. Apostelgeschichte, Briefe der Apostel, Apokalypsis. Vielleicht könnten wir mal sagen, also warum wir das also Testament Jeschua Maschias benannt haben. Oder wie sollen wir das also in der nächsten Sendung machen? Ja, Testament Jeschua Maschias. Ich denke, Testament Jeschua Maschias ist durchaus einmal eine ganz eigene Sendung wert, oder? Ja, also, stimmt. Dann lassen wir das für nächsten Mal. Man kann es ja auch kurz anreißen. Also die Evangelien, es ist ja eigentlich so ein zeitliches Zwischenstadium, gell? Weil die Evangelien ist eigentlich eine Übergangszeit zwischen dem Tanakh, zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, dem Testament Jehoscha Maschias, weil in den Evangelien, das ist ja das Zeugnis, dass Jehoscha Maschias selber auf der Erde gelebt hat. Und unser Glaube, unsere Überzeugung ist ja, dass Jehoscha Maschia Gott, also Elohim ist. In dieser Zeit hat er praktisch als 100% Mensch, als 100% Elohim gelebt auf der Erde. Und dann, nach seinem Tod, ist praktisch sein Testament gültig geworden. Das, was jeder Mensch hinterlässt, vererbt er seine Nachkommen, und das ist das Testament. Und das Testament fängt an, natürlich in der Apostelgeschichte, wo der Herr schon gestorben ist und dann seinen Jüngern und der Gemeinde erscheint, die kriegen den Heiligen Geist und so, und dann geht's ab die Post. Okay. Ja. Nee, also das wird schon so eine, eine Sendung sein, also also Testament von Jeschua Maschias. Jeschua Maschias. Gut, ja, die Namen, also diese Reihenfolge findet man das also in der Bibel von Jeschua Maschias, in der Bibel von Jeschua Maschias. Und jetzt die Namen, also heute wollen wir bloß kurz also die Namen angehen, genau. Also das Erste ist, dass wir Gott tatsächlich in der Bibel Jeschua Maschias nicht mehr Gott nennen, sondern Elohim. Genau. Elohim ist praktisch der hebräische Begriff, der später im Deutschen als Gott übersetzt wurde. Man kann ihn dann auch abkürzen L. Oft steht in der Bibel auch L. Gibt's oder Eloah. Soll ich dieses Dokument mal zeigen? Du kannst mal reingehen, da ins Vorwort muss ja das irgendwo drin sein. Oder das eine Dokument kannst du gerne mal zeigen. Das hast du, ja genau, das, oder? Das können wir mal zeigen. Genau, gut. Ja. Also die unterschiedlichen Übersetzungen von Elohim.
Im Griechischen oder im Römischen, im Römischen, das ist der Zeus ist der römische Göttervater, nicht der griechische. Das ist ein Tippfehler. Ja? Theos ist dann das Griechische, Deus das Lateinische, also Römische. Und von daher hat sich dann zum Beispiel der französische Dieu, also Gott, abgeleitet und in gewissen anderen romanischen Sprachen dann halt die anderen. Genau. Also das Dieu, Dios und so weiter. Also das heißt auf Französisch, also wenn man Dieu sagt, das es bezieht sich also auf Zeus. Zeus, ja. Und ja. Rumänisch, also sieht man schon, also Zeu. Ja, genau. Also ganz klar, nicht der Elohim aus der Bibel, weil Zeus ist nicht Elohim aus der Bibel. Und Dios, wie Dieu, Dio, genau. Mhm. Alle, die kommen also aus Zeus. Genau. Dann kommen wir mal zu unserer Sprache. Unsere Sprache ist eine germanische Sprache und leitet sich unser Gott, unser deutscher Gott, leitet sich auch vom Indogermanischen eben ab. Früher im Indischen, aus dem Indischen wurde etwas übernommen von den Goten, und zwar dieses Guda. Und das ist ein durch Zauberformen angerufenes Wesen oder ein Wesen, dem Trankopfer geopfert werden. Mhm. Ja. Ja, also genau. Man sieht schon, beides, sowohl im Germanischen als auch im Romanischen, sehen wir, das hat eigentlich nichts mit dem Gott, mit dem Elohim der Bibel zu tun. Ja, ja. Also mit dem, was uns in der Bibel präsentiert wird, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Genau. Und dann auf Hebräisch, also da steht so El, Elohim oder Eloa. Ja. El, Elohim, Eloa. Im Psalm 57, Vers 3 findet man das. Und sogar, wenn ich also mich erinnere, also ganz am Anfang, als Abraham, also Abraham, den Herrn, er wurde also von Herrn besucht und er hat schon gefragt, ja, wie soll ich dich also nennen? Was ist dein Name? Also, und der Abraham hatte also in einer Zeit gelebt, also wo die Leute viele sogenannte Götter hatten. Und jeder hatte seinen Namen. Aber auf Griech steht also El. Der Name des Herrn, das werden wir noch mal eingehen. Ja. Mal. Genau. Ah ja, das steht sogar hier. Das hast du. Ah, El Olam. Ja, da gibt es auch noch mehr Bezeichnungen, als hier stehen. El ist immer die Abkürzung und dann hat es einen anderen Begriff mit dabei, irgendein Attribut. El, ja, der Allmächtige, der Höchste, der Ewige, der El, der Sieht, El Roy, der Wahre oder der Treue Elohim. Also eigentlich ganz sehr interessant. Sehr interessant und absolut schade, dass man das, wenn das im Deutschen ist, er das ganz oft mit, nee, das ist das andere, also mit, wenn da Gott steht, Gott, der Allmächtige, ja, okay, aber ich finde, das El Shaddai, das hat eine ganz andere Wirkung. Genau. Das ist viel umfassender, das ist viel mächtiger, ja. Halleluja. Und das ist genau so, was wir in der Bibel von Joshua Maschia finden. Also wir wollten zu dieser Ursprung zurückgehen. Also, dass man unser Herr ganz anders, ja, wir wollen also, die Bibel offenbart also unser Herr. Und
wenn wir die Namen schon, wenn wir in den Namen, also nicht, wenn die Namen nicht richtig sind, dann haben wir so eine falsche Vorstellung, also von unser Herr. Ja. Wenn da steht, also hier steht also El Shaddai, El der Allmächtige, und dann sagen wir Gott, der Allmächtige, also dieser Begriff Gott ist, das ist nicht also der Elohim der Bibel. Mhm. Und das wollten wir also wiedergeben. Amen. Ja. Also wie gesagt, die Vision stammt aus Frankreich. Mhm. Aber wir wurden auch inspiriert. Also der Herr hat uns einfach ins Herz gelegt, dass wir das im Deutschen auch brauchen. Und gerade dieser Rückkehr zum Ursprung, dieses Rückkehr zum Hebräischen ist auch ganz wichtig für unsere deutsche Geschichte. Weil wir haben da tatsächlich auch eine Vergangenheit, die nicht ruhmvoll ist. Mhm. Ja, gerade auch mit dem jüdischen Volk. Mhm. Und es ist doch wunderbar, wenn da jetzt so etwas wie eine Versöhnung stattfindet. Amen. Ja, Amen. Weil Joshua sagt also in seinem Wort, also das ist in, ist gerade gekommen, also wenn wir in Johannes Kapitel 4 gehen, als er mit der Samariterin oder geredet hatte, der sagte also, ihr betet, was ihr nicht kennt, oder? Mhm, ja, weiter vorne ist es. Weiter das oben. Das ist, genau, Vers 22. Also, Johannes Kapitel 4, Vers 22, da steht, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Also das dürfen wir nicht vergessen. Mhm, ja, genau. Deswegen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Amen. Zurück zum Ursprung. Amen. Mhm, genau. Mhm. So, wo landen wir heute? Ich glaube also wir sind fast eine halbe Stunde dabei, oder willst du noch was sagen? Ja, also der Name, also die Bezeichnung Gottes Elohim ist nicht das Einzige. Mhm. Es wurde, wie der Name schon sagt, die Bibel Jehoshua Maschias. Der Name der Bibel kommt von ihrem eigentlichen Autor Jehoshua Maschia, der eigentliche Schreiber der Bibel ist, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Oder viele mit ihrem eigenen Verstand sagen, ja, das wurde ja von Menschen geschrieben, aber nein, wir wollen dem Herrn die Ehre geben. Wir wollen auch zeigen, dass wir glauben, dass er alles ist, der Anfang und das Ende. Unser Ursprung und unser Ziel und derjenige, der der Schöpfer ist und der auch unsere Rettung, unser Heil ist, um in die Ewigkeit zu gehen. Und deswegen Bibel Jehoshua Maschias. Amen. Das ist die Bibel von Alpha und Omega, vom Aleph und Tav, vom Anfang bis zum Ende, ist er der Urheber. Genau. Halleluja. Weil wenn ich also die andere Bibel sehe, hier zum Beispiel, da gibt es Luther-Bibel, also diese Bibel trägt den Namen von dem Autor, also Louis Segond, das ist auf Französisch, Martin, King James sogar. Also ja, bitte versteht uns nicht falsch. Wir sagen nicht, dass diese Bibel schlecht ist, aber wir wollten bloß also die Ehre unser Herr Joshua Maschia geben. Weil hier sind die Autoren sind also Menschen, die Namen, also die Bibel tragen also die Namen von an Menschen. Ja. Oh, genau. Ich will noch mal dazu sagen, wie du vorher schon gesagt hast, es gibt im Deutschen wirklich auch gute Bibeln,
texttreue Bibeln, sogar Bibeln, die texttreu sind und gut verständlich. Diese Elberfelder ist wunderbar. Mhm. Die Schlachter, die haben, da wurde auch eine tolle Arbeit geleistet mit der Schlachter 2000 zum Beispiel, gut zu lesen, aber texttreu. Aber wie gesagt, Schlachter, Elberfelder, wieder Namen von gewissen Orten oder sowas, aber diese Bibel hier soll ja nicht Biblia Parisensis oder was heißt das? Oder was weiß ich? Die Bibel Deutschlands oder wie auch immer, sondern Jehoshua Mashiach. Genau. Halleluja. Jehoshua, Jesus also in seiner Sprache im Jüdischen, Jehoshua, Abkürzung Jeshua oder Joshua. Und Mashiach ist der Christus, also Bibel Jesu Christi. Amen. Sagen, genau. Amen. So, ich möchte, ich glaube also, wir sind also am Ende von unserer ersten Sendung. Dann also ein Wort, also zu beenden am Ende. Willst du noch was dazu sagen? Nichts, oder? Nee, was ich jetzt gesagt habe, das passt. Was? Gut, also wir sind, ja, ihr könnt schon also merken, sind ein bisschen aufgeregt. Wissen nicht, also wo wir aufhören werden. Das ist unsere allererste Sendung. Ja, also wir danken Joshua Mashiach dafür und nächstes Mal hoffen wir, also dass es besser sein wird. Also, aber wir lassen uns also leiten. Ja? Also egal, was wir geplant hatten, Joshua führt uns. So, danke. Ich danke Joshua Mashiach für diese Zeit und wir hören uns also nächstes Mal in unserer Sendung Bibel zum Wort. Halleluja. Und wie ich immer sage, am Ende zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Danke. Danke, Nicole. Und mit Joshua Gnade werden wir nächstes Mal ein paar Geschwister auch einnehmen, also in diese Sendung. Preis danke. Der Herrn. Halleluja. Also, servus, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.